Vorhin gab es ein schönes Wissenschaftlerprojekt, ohne dass man irgendjemand angreifen sollte. Die wurden auch, sind die gierig? Da, ein Punkt. Die wurden auch schon angegriffen. Okay. Die sind auch gierig. Alle sind sie gierig. Da ist auch kein Platz. Ist ja kein Wunder. Aber wir haben überall jetzt 167, 188. Wir sind auch am Brennen. 187. Löscht mal eure Feuer. Wir müssen Actionfotos mal zeigen. So sieht das aus, wenn ein Dorf brennt. Ja. Ist jetzt gerade ein bisschen langweilig. Denn unser Ziel haben wir erreicht. Jetzt will ich gerade überlegen, was wir noch schaffen können. Ja, 300. 300 könnten wir eigentlich noch versuchen. Ja, hier könnten wir hier vielleicht schaffen. 300. 300. 300. Aber das ist ja hier... Ja, dann machen wir nochmal hier ein Tier hin einfach. Dann gibt es nämlich noch plus 16 Nahrung. Dafür. Und plus 4 Natura. Natura ist immer gut. Und dann könnten wir eigentlich... Plus 15, falls neben Blaubeer oder... Ja, machen wir hier einen Apfelbaum draus. Geht das überhaupt? Mal gucken. Können wir das nochmal rückgängig machen hier? Löschen? Ja, können wir. Können wir. Machen wir auch. So, dann machen wir einen Apfelbaum draus. Ach, jetzt haben wir die Erdbeere weg. Mist. Ich depp. Ich depp, ich depp, ich depp. Ha, 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 ha. Jetzt haben wir das natürlich, aber das nicht. Ich bin doch echt blöd. Falls den Blaubeer oder... Okay. Und pushen wir einfach mal so. Green Town attackiert schon wieder eine Stadt. Ach guck mal, drei Warmarker haben wir auch schon. Oh ja, die sind ganz schön kriegerisch jetzt, aber habe ich gar nicht mehr viel Einfluss. Oh, die letzten 10 Minuten und gehen hoffentlich schnell um. Ich möchte nämlich jetzt ungern irgendeine Stadt verlieren. Aber die haben Angriff 154 und die haben 242 Verteidigung. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Eigentlich, wohlgemerkt. Eigentlich. Hühner. Ja. Bringt gar nichts. Spannend, spannend. Die marschieren. Aber ihr seht, es ist... Wir haben nicht gewonnen. Das ist sehr gut. Hier haben wir wieder ein brennendes Dorf. Der Sumpfbotschafter ist erschienen. Ich müsste eine Herausforderung gestartet. Wollt ihr auch? Nee, vollendet. Oh. Direkt angefangen und fertiggestellt. Er sieht ja auch sehr friedlich aus. So, mal gucken. Alle haben die zwei. Wer kann denn den Sumpfbotschaft? Er kann ihn gebrauchen. Ja, dann geben wir ihm den noch. Dann haben wir nämlich alles freigeschaltet. Er kann noch auch einen Sumpfbotschafter gebrauchen. Und er einen Waldbotschafter. Okay. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Opferstätten Herausforderung fehlgeschlagen. Wer hätte das gedacht? Ah, hier, guck mal. Die wollen eine Bank bauen. Nahrung gebraucht für 51 von 75. Dann brauchen wir noch ein paar von den Dingern, ne? Ja. Gucken, ob das auch damit funktioniert. Theoretisch müsste das ja klappen. Praktisch weiß ich es natürlich nicht. Dann nehmen wir mal direkt den Waldbotschafter dafür. Ja, klappt.
ich denn noch mehr? So. Die Weiler-Herausforderung ist gestartet. Ich möchte einen Weiler bauen. 300 Nahrung gebraucht. Oh, ich glaube, das schaffen wir diesmal nicht. Wir haben gar keinen Platz mehr zum Ausweiten. Hier können sie nicht weiter wachsen. Und hier, ja, hier können sie noch. Hier können wir noch ein paar Tiere hinsetzen. Ob das reicht für 300? Ich mag das bezweifeln. Ja, und Reichtum kriegen wir ja nicht auch noch unter. Aber macht nichts. Versucht ihr mal auch eine Weile zu bauen. Seid ihr abgelenkt und macht keinen Krieg? Denn es sind noch 7,5 Minuten, die wir schaffen müssen. Ich bin zu schnell, merke ich. So. Ansonsten haben wir 159, gut. Haben wir hier auch geschafft. So. Ich habe ja gerade gesehen, wir haben sogar 3 Kriegsmarkendinger geschafft. Also noch ein weiterer Erfolg. Und zwar bei diesem Dorf. Was dann scheinbar doch relativ kriegerisch ist, Greentown. Hätte ich nicht erwartet von so einer einfachen Stadt. Nein, gar nicht. Ich glaube, das liegt. Die haben ja nicht angegriffen. Das ist ja Verteidigung. Die wurden angegriffen von hier. Von dem kriegerischen Marvelshire, die wiederum auch schon ihre Packung bekommen haben und nicht gewonnen haben. Solange niemand das. Solange alle die Truppen besiegen, sagen wir es so, ist alles wunderbar. So, das war das, was wir nicht schaffen. 6 Minuten. Das schaffen wir auch nicht, weil Erasmus 2 könnt ihr vergessen. Schaffen wir auch nicht. Jagdmethode. Plus 30 Reichtum für jeden Kojoten oder Klapperschlange innerhalb. Und jeden Graufuchs als Quelle innerhalb der Dorfgrenze. Aha. Klapperschlange. Oh, gut. Das sieht. Ja, da muss man wieder so ein bisschen rumbasteln, welche Tiere am besten in einer Reichweite sind. Plus 1 für jedes Feld mit einem Känguru, Gürteltier oder Wüstenschildkröte. Okay. Kathedrale möchte gebaut werden. Das sind so die größeren Projekte. Ich glaube schon die 3. Stufe oder 2. Wahrscheinlich sogar die 3. Kriegt man später auch Erfolge für, wenn man die schafft. Ihr seht, es ist ein bisschen aufwendiger, das hinzukriegen. Und das. Also ich versuche das jetzt nicht in dem 6-Dörfer-Spiel, weil das ist echt ein bisschen viel, wenn man jetzt alles hier managen will. Dann machen wir lieber nur 2 oder so. Wir haben ja eh noch Sumpf und Wald offen. Dann machen wir einfach mal eins mit nur Sumpf und nur Wald. Und dann können die sich da regelrecht ausbreiten. In alle Richtungen. Würde ich so sagen. Und können dann auch dementsprechend unterschiedliche Felder bekommen. So, und ich versuche jetzt einfach mal noch ein paar 5 Minuten zu quatschen. Ihr könnt auch vorspulen, wenn ihr wollt. Ich glaube nicht, dass hier noch viel passiert in den letzten 5 Minuten. Das. 91. 267. Na, ich könnte hier noch ein bisschen aufpeppen. Ja, ist eigentlich egal was. Ich hau noch ein paar Aspekte raus. Bin noch ein bisschen großzügig. Vielleicht kriegen wir die auf 300. Ich glaube, dann haben wir nämlich auch einen Erfolg. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber. Gucken, wie viel wir hier. Nee, das ist doch ein bisschen viel bis 300. Das schaffen wir nicht in 5 Minuten. Und hier war es auch noch recht viel bis 300. Aber man kann es ja mal hier versuchen. So. Sehr schön. Auch sehr schön. Gibt Technologie in Natura. Wir geben alles. Alles, was geht. So, dann machen wir hier mal den. Könnten wir sogar schaffen. Auf diese Art und Weise. Hier haben wir auch noch 2 Plätze. Machen wir mal den. Und den. Ja, ja, ja. Wenn ihr jetzt noch ordentlich wächst in den letzten Minuten, haben wir vielleicht auch noch den Erfolg geschafft.
So, dann machen wir hier mal nochmal die Tiere einmal pushen. 3 Minuten habt ihr. Dafür, dass ihr so kriegerisch gewesen seid, seid ihr dann mir doch noch einiges wert gewesen am Schluss. Nein, ein bisschen mehr natürlich auch. So. Ja, sieht gut aus. Wir müssen nur das voll kriegen. Ich push mal einfach hier die anderen auch noch weiter. Denn umso größer der Abstand, umso schneller geht's. Und wir haben ja noch ein paar Minuten. Mal wieder alles auf dem letzten Drücker. Aber muss ja spannend bleiben, ne? Wäre ja sonst ein bisschen öde. Ihr euch ja dann nicht jetzt hier eine Stunde lang langweilen. Auch wenn ihr nicht alles auf einmal seht. Hochofen-Herausforderung. Gucken wir uns gleich mal an. So. Sieben Stück brauchen sie noch. Und sie haben noch 2,5 Minuten. Sollte alles machbar sein. So, hier können wir auch nochmal verbessern. Dann haben wir jedes Feld, ne? Ja, guck mal, da haben wir sogar den großen Herdenaspekten. Nicht schlecht. Ne, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Ich gehe jetzt nach Wohlstand 301. Sehr schön. Wir haben noch 2 Minuten. So, Sumpfdorf. Kriegen wir dich auch noch 300? Nein, kriegen wir nicht. Aber macht nichts. So. Können wir trotzdem hier mal ein bisschen pushen. Gucken wir einfach mal, ne? Gucken wir einfach mal, was dabei rumkommt. So. Und hier hätten wir auch 53. Locker. Locker, wenn die das noch voll machen. Sehe ich gerade. Also haben wir den Erfolg auch geschafft. Da haben wir die Klasse 1 Erfolge auf jeden Fall abgeschlossen. Dann fehlt nur noch der Rest. So, ja. Dann gib ihm deinen Segen. So. Und du auch nochmal hier drüben. Nein, hier. So. Ihr kriegt auch nochmal einen Aspekt. 225, ja. Macht nix. Ist ja auch nur noch, sind ja nur noch 30 Sekunden. Dann können wir so einen kleinen Silvester-Counter machen, auch wenn Silvester schon vorbei ist. Apropos, frohes neues Jahr euch allen, ne? Das will ich auch nicht vergessen. So. Ja, da kann auch noch mal einer rauf. So, wir bleiben jetzt halt 7 Sekunden. Marshall Fire attackiert Greentown. Oh. Schlaft ein, bitte. 259. 196. Oh. Ah, die sind auch schon sehr. Die haben auch schon sich sehr oft verteidigt. Bitte schlaft ein. 46 Sekunden noch. Oh, wenn die jetzt das Dorf zerstören. Auf dem letzten Meter. Dann. Werde ich böse. Aber warte. Moment. Ich kann doch hier irgendwas machen. Polarlicht. Heilkraft. Ja, geh einfach mal dahin. Dann kannst du vielleicht das Dorf irgendwie heilen oder so. Aufwerten? Nein. Erdbeben. Ja. Das Dorf wollen wir nicht zerstören. Wir wollen die Armee zerstören. So. Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht selber kaputt. So, und hier. Ihr kriegt auch nochmal hier einen drauf. So, mal gucken, wie schnell die Giganten da sind. Wie weit sind sie weg? Oh. Ach, die schlafen alle schon. Die schlafen alle schon. Die können gar nicht mehr helfen. Na gut, dann vielleicht kann die Krabbe noch helfen im letzten Moment. Indem sie einfach mal hier ein bisschen Heilung losschickt.
Die Armee soll doch nicht geheilt werden. Nicht zerstören, nicht zerstören. Ich habe irgendwie Talent dafür, habe ich das Gefühl. So, auf dem letzten Meter. Gut, dann machen wir mal ein kurzes Fazit. Also wir haben Vitalität geschafft. Das ist der Erfolg. Beende eine Ära mit einem Dorf, welches in jeder Ressource 50 besitzt. Den wollte ich ja schaffen. Dann haben wir Waldstadt geschafft. Beende eine Ära mit einem Walddorf, das 300 Wohlstand hat. Achso, ja, durch Vitalität haben wir die Aloe Vera freigeschaltet. Und durch die Walddorf haben wir den Wiesente freigeschaltet. Okay. Dann haben wir Militärstaat geschafft. Beende eine Ära mit einem Dorf, das 200 Wohlstand hat und 3 Kriegsdenkmäler. Haben wir geschafft. Dadurch haben wir die Wildschweine. Dann haben wir geteilter Planet geschafft. Beende eine Ära mit mindestens 6 Dörfern, die jeweils mindestens 150 Wohlstand haben. Dadurch haben wir Hanf freigeschaltet. Hanf wird für viele industrielle Zwecke verwendet, zum Beispiel zur Produktion von Papier, Gewebe und Treibstoffen. Mit Hanffasern können außerdem Baumaterialien hergestellt werden, die stärker und billiger sind als Holz. Und wir haben blühende Ära geschafft. Beende eine Ära mit 1200 Wohlstand. Sehr schön. Aluminium haben wir freigeschaltet. Aluminium ist vollständig recycelbar. Recycling von einem Aluminium kann genug Energie sparen, um einen Fernseher 3 Stunden zu betreiben. Dann wollen wir hier nochmal die Wildschweine vorlesen. Die Eber leben allein, während die Säue in Gruppen mit den Ferkeln leben. Ist ja auch nett. Wiesente wären fast ausgestorben, wobei zu einem Zeitpunkt nur noch 54 Exemplare lebten. Die heutige Wildpopulation beträgt 1800 Tiere. Das Wiesente ist das größte europäische Landtier. Na, dann würde ich sagen, müssen wir das mal ein bisschen platzieren auf unserem Planeten. Und die Aloe Vera. Diese Allzweckpflanze wird in vielen Schönheitsprodukten benutzt. Des Weiteren kann sie auch genutzt werden, um Wunden, Verbrennungen oder Hautprobleme zu behandeln. Im antiken Ägypten war Aloe Vera bekannt als die Pflanze der Unsterblichkeit. Na, wenn das mal nicht super Voraussetzungen sind für das nächste Spiel. Und in dem Sinne wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend oder eine schöne gute Nacht oder einen schönen Tag oder morgen oder was auch immer jetzt gerade ist. Und sage erstmal Tschüss und hoffe, ich sehe euch wieder, wenn es wieder heißt Reus, jedes Spiel ein Erfolg. Bis dahin, bye bye.